So, hallo, willkommen wieder zurück hier beim Gold Guide zu den Lizenzen in Gran Turismo 6 auf GameCore HD. Wir fahren jetzt die Super-Lizenz und beginnen gleich mal. Ich habe eine Testrunde mal gedreht, um zu gucken, wie es mit der Zeit aussieht. Ist machbar auf jeden Fall. Wir fahren auf dem Apricot Hill Raceway 3,863 Kilometer Länge eine Runde. Mit dem Toyota 86 GT12, GT aus 2012, so 407 LP, 147 kW, 1230 Kilo. Stellen Sie sich der Herausforderung dieses Einzelrundenzeitrennens und geben Sie alles im Kampf gegen die Uhr. Die Tipps für uns sind dieses Mal: Eine der größten Herausforderungen auf dem Apricot Hill Raceway ist es, die erste Hälfte auf der Strecke fehlerfrei zu absolvieren. Die ersten beiden Kurven können bei Höchstgeschwindigkeit durchfahren werden. Durch die folgenden S-Kurve müssen Sie schnell lenken und über die Randsteine auf der Innenseite fahren. So wie wir es gehabt haben, auch bei der Lizenz. Schön anschneiden, die Scheitelpunkte mitnehmen. Und ja, Zielzeiten haben wir 1 Minute 48 für Gold, 1 Minute 50 für Silber und 1 Minute 55 für Bronze. Wir treten bei. Super Lizenztest S1 auf dem Apricot Hill Raceway. Mit dem Toyota 86 GT von 2012. Klicken hier auch gleich auf Start. Den Streckenverlauf müssen wir uns hier jetzt nicht unbedingt ansehen. Den hatten wir auch gerade in der Übersicht zur Lizenz. Wir warten noch kurz, bis Gran Turismo durchgeladen hat. Hier haben wir nochmal die Streckenansicht. Eine Runde hat er uns noch vorgezeichnet. So, willkommen zum Apricot Hill der ersten Prüfung. Wir fahren hier mal voll durch bis in den vierten Gang hoch. Erste Kurve mit Vollgas, wie bei der vorangegangenen Lizenz. Hier anbremsen, dritter Gang, einlenken und viel Speed mitnehmen. Die Streckenbreite schön ausnutzen, hier leichtes Anbremsen in die S's hinein, kurz Zwischengas geben, lupfen, wieder am Scheitelpunkt Vollgas, hier Scheitelpunkt suchen, ab dem Scheitelpunkt wieder Vollgas, sehr knapp gefahren. Das gleiche auch in der rechts. So, den Wagen hier jetzt lupfen, ein bisschen Zeit geben, hineinziehen lassen und ab jetzt können wir Vollgas durchziehen, Vollgas durchziehen, Vollgas durchziehen. Lenkung wieder aufmachen, dass der Wagen nicht zu viel untersteuert, nicht zu viel Speed verliert. So, Hanadel. Hartes Anbremsen. Scheitelpunkt, Vollgas durch. Streckenbreite wieder voll ausnutzen, Schwung mitnehmen. Haben jetzt ein gutes Stück Vorsprung zum Geist. Hier auch wieder rechts halten für die nächste. Links vor der Schikane. Anbremsen, dritter Gang. Vorsichtig aufs Gas. Anbremsen, dritter Gang bleiben. Runter in den zweiten. Durch die Schikane durch. Streckenbreite voll ausnutzen. Jetzt schön innen fahren, die kürzeste Linie wählen. Schön wieder raustragen lassen. Streckenbreite ausnutzen. Maximalen Speed mitnehmen. Ja, und das war eine Runde auf dem Apricot Hill Raceway auf Gold. So, nochmal hier die Wiederholung. Hartes Herausbeschleunigen von der Start-Zielgeraden. Vollgas, erste Kurve, Vollgas durch. Scheitelpunkt schön mitnehmen. Zweite Kurve leicht anbremsen, in den dritten Gang hinunter, auch wieder hier kurz lupfen, Scheitelpunkt, ab dem Scheitelpunkt wieder Vollgas durch. Streckenbreite schön ausnutzen, hier kurz anbremsen zu den SS. Attackieren, ab dem Scheitelpunkt wieder Vollgas bei den SS, lupfen, das Gas lupfen, das war sehr knapp an den Pylonen vorbei und ab dem Scheitelpunkt wieder Vollgas. Nächste langgezogene Kurve, etwas vom Gas gehen,
Wagen etwas Zeit geben, hineinziehen und dann mit Vollgas ab kurz vor dem Scheitelpunkt wieder durchziehen. Streckenbreite voll ausnutzen, Lenkung frühzeitig öffnen. Streckenbreite, wie gesagt, ausnutzen, Speed mitnehmen, weiter hier zur Handnadelkurve. Hartes Anbremsen in den zweiten Gang hinunter. Auch hier wieder Streckenbreite voll ausnutzen, außen in der Außenlinie. Speed mitnehmen. Diese Rechtskurve wieder mit Vollgas. Rechts bleiben wegen der nächsten Linkskurve vor der Schikane. Leichtes Anbremsen, dritten Gang hinunter, links hinein, mit Vorsicht genießen. Anbremsen zur Schikane. Dritten Gang, nochmal anbremsen, zweiten Gang hinunter. Streckenbreite wieder voll ausgenutzt. Und hier jetzt letzte Kurve mit Vollgas. Innenlinie fahren, innerste Linie, was geht. Den Speed wieder mitnehmen und früh raustragen lassen, um den ganzen Speed mitzunehmen. Das war eine Runde auf dem Apricot Hill Raceway in der Special Lizenz oder Super Lizenz Nummer 1. So, wir machen gleich direkt weiter. Weiter geht's zu Super Lizenz Test Nummer 2 in Willow Springs. Da stürzen wir uns gleich darüber. Und zwar fahren wir Willow Springs International Raceway Big Willow oder Willow, ich glaube Willow. 3,951 Kilometer Länge, eine Runde. Wir fahren mit dem TZ3 Stradale aus 2011, 565 LP mit 447 Kilogramm. Stellen Sie sich der Herausforderung, bla bla bla. Tipps: Die Kontrolle der komplexen Beschleunigung durch die mittelschnellen Kurven bestimmt hier über den Ausgang. Sie können nicht einfach das Gaspedal nach jeder Kurve durchtreten. Für den Erfolg müssen Sie es schaffen, das Gaspedal partiell zu drücken. Die letzte Kurve wird gegen Ende deutlich enger, also achten Sie darauf, dass Sie nicht übersteuern. So, für Gold brauchen wir 1,27,8, für Silber 1,29,5 und für Bronze 1,33. Dann treten wir mal bei. Super Lizenztest S2 in Willow Springs. So, wir sind jetzt auf Willow Springs mit dem Alfa Romeo TC3 Stradale. Starten gleich direkt mal und schauen uns mal die Runde an. Hier nochmal die Streckenkarte. So, auf geht's mit dem Alpha hier auf Willow Springs in den zweiten Gang, in den dritten Gang. Anbremsen, Linkskurve, Scheitelpunkt mitnehmen, viel Schwung mitnehmen, Streckenbreite ausnutzen. Anbremsen hier, sehr langgezogene Rechtskurve, macht zum Ende hin ein bisschen zu. Nicht zu viel attackieren, Vorsicht, Streckenbreite ausnutzen, hier anbremsen, zweiter Gang, den Abschnitt kennen wir aus der vorangegangenen Lizenz. Rechtskurve hier, macht zu. Anbremsen, zweiter Gang hinunter, nur nicht still lassen, wichtig. Auf den dritten Gang, rechts, Vollgas durch. Leichter Linksknick zur letzten Kurve und zur letzten Kurve. So, Achtung, hier wird enger. Anbremsen, dritter Gang. Innenlinie suchen. Boah, Kurve macht verdammt zu. Hoch auf den vierten Gang. Und es hat noch gereicht für Gold 1,27,740. Puh. War nicht ohne. Sicht war nicht wirklich die optimalste. Nochmal zur Wiederholung.
So, hier geht's los. Traktionskontrolle. Spucken Sie ein bisschen rein, sag ich mal. Hoch in den dritten Gang. Erste Kurve anbremsen. Scheitelpunkt mitnehmen. Früh wieder ans Gas. Kurve macht auf. Streckenbretter schön ausnutzen. Langgezogene Rechtskurve. Vorsicht. Wird's enger. Sprich, schließt sich. Innenlinie bevorzugt. Außen, innen, außen, wobei viel innen bleiben, hier dann auch zum Schluss raustragen lassen, den Schwung mitnehmen. Nächste Kurve ist dann die aus der vorangegangenen Lizenz. Vorsicht, nicht zu schnell werden, Rechtskurve macht extrem zu. Das ist ein leichter Rechtsknick, gefolgt von Linksknick. Auch hier Vorsicht beim Rausbeschleunigen, Strecke macht zu. Hier ein Vollgasabschnitt zur letzten Kurve oder den letzten Kurven. Leichter Linksknick. Anbremsen. Mit vierten Gang durchfahren hier. Bis zur kurzen Geraden. Dann nochmal anbremsen auf den dritten Gang. Schön durchheizen und zum Schluss nochmal ein bisschen lupfen, dass der Wagen nicht nach draußen kommt, weil die Strecke hier verdammt zumacht. Ja. Das war die Runde auf Willow Springs. Unsere Goldzeit. Und weiter geht's auf Silverstone mit dem KTM Crossbow. Da stürzen wir uns auch gleich drüber. So, jetzt sind wir in Silverstone. Sto Circuits 1,738 Kilometer, eine Runde mit dem Crossbow R von 2012, 555 LP, 220 kW, 790 Kilo. Tipps: Unmittelbar vor jedem der zahlreichen kleinen Kurven auf dieser Rennstrecke müssen Sie hart bremsen, schnell einlenken und so schnell wie möglich wieder Gas geben. Mit anderen Worten, verinnerlichen Sie eine Technik, die in Rennkreisen langsam rein, schnell raus genannt wird. Wenn Sie bei der Einfahrt in die Kurve weniger auf die Bremse treten, werden Sie Ihre Zeit kaum verbessern. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, bei der Ausfahrt möglichst schnell zu sein. Goldzeit 57,3, Silber 58,5, Bronze 1 Minute 4. Wir schmeißen uns hinein. Superlizenztest S3 in Silverstone. Mit dem KTM Crossbow, einem österreichischen Fahrzeug. Juhu! Ging gleich direkt auf Start. Na? So, hier auf Silverstone mit dem KTM Crossbow. Voll durchbeschleunigen in den dritten Gang. Anbremsen zur Schikane. Beide Scheitelpunkte mitnehmen, raustragen lassen, Streckenbreite voll ausnutzen, Speed mitnehmen. Hier anbremsen, in den zweiten runter. Innen bleiben, innen bleiben, innen bleiben und Vollgas durch. Auf die Gegengerade. Bis hoch in den fünften Gang. Anbremsen in den dritten. Vorsicht, Wagen wird hier sehr nervös. Nicht verleiten lassen, zu sehr aufs Gas zu treten. Runterbremsen, dritter Gang. Empfohlen. Auf den zweiten. Scheitelpunkte alle mitnehmen. Schön außen, innen, außen fahren. Anbremsen, zweiter Gang, innen bleiben. Schön innen bleiben bis zur nächsten Pylone und jetzt Vollgas durch. Und da haben wir unsere Goldzeit. Puh. Sehen uns auch gleich die Wiederholung an. Sehr, sehr, sehr hektisch hier mit dem kleinen Flitzer auf Silverstone. Gefahren mit Traktionskontrolle. Ich fahre nochmal keine Traktionskontrolle. Hier hoch auf den dritten Gang. Durch die Schikane beide Scheitelpunkte mitnehmen, anvisieren. Streckenbreite dann beim Ausgang wieder voll ausnutzen, voll durchbeschleunigen, hier auch schön innen bleiben. Zweiten Gang runter, die Linkskurve.
Auch hier wieder raustragen lassen mit dem Speed auf die Gegengerade. Zeitnah bremsen in den dritten Gang runter. Hier Vorsicht, Wagen wird sehr nervös. Und ab hier wird es jetzt sehr deftig. 90 Grad Kurven überall, wo man hinschaut. Nicht verleiten lassen, zu sehr aufs Gas zutreten, sonst ist der Wagen weg. Immer die Scheitelpunkte anvisieren, mit Gefühl Gas geben. Hier auch innen halten, innen halten, innen halten und dann schön raus beschleunigen. Wieder Streckenbreite ausnutzen auf die Start-Zielgerade. Und das war die Runde auf Silverstone. Ja, somit haben wir Silverstone auch abgeschlossen. Darauf folgt Brands Hatch. Brands Hatch Grand Prix Strecke, 3,916 Kilometer, eine Runde. Wir fahren mit dem Lamborghini Aventador oder wie man auch immer aussprechen will, LP700-4 aus dem Jahre 2011. 583 kW, 583 LP, 514 kW, 1575 Kilogramm. Tipps von Gran Turismo. Das in dieser Herausforderung verwendete Fahrzeug ist äußerst leistungsstark und gleichzeitig relativ schwer. Sie müssen vor jeder Kurve kräftig und frühzeitig bremsen, um nicht von der Strecke abzukommen. Außerdem müssen Sie in den späteren Hochgeschwindigkeitssektionen auf das Untersteuern achten. Konzentrieren Sie sich auf eine gute Fahrlinie und kontrollieren Sie die Geschwindigkeit aufmerksam. Goldzeit haben wir 1,34,5, Silber 1,36 und Bronze 1,39. Und wir schmeißen uns gleich hinein. Super Lizenztest S4 auf Brands Hatch der Grand Prix Strecke mit dem Lamborghini Aventador LP700-4, glaube ich, war das, ne? Genau. Gehen auch direkt auf Start. Nochmal kurz das Streckenlayout. Hier ist kurz der Lambo. Und los geht's. Hoch in den dritten Gang. Erste Kurve früher anbremsen. Scheitelpunkt abpassen und dann voll durch. Runter auf den zweiten Gang hier. Hart bremsen, Vorsicht, Wagen wird ein bisschen unruhig. Zeit geben, Speed mitnehmen. Dritter Gang anbremsen. Scheitelpunkt mitnehmen, auf den Körper tragen lassen. Hoch auf den vierten Gang. Anbremsen, dritter, zweiter. Macht zu, Vorsicht, ein bisschen Zwischengas. Ja, wieder den Schwung mitnehmen. Hoch auf den sechsten Gang, runterbremsen wieder auf den dritten. Speed mitnehmen, anbremsen, dritter Gang, Vorsicht, Scheitelpunkt abpassen, voll drauf, das war zu viel, zu früh. Hier Vorsicht, im Rechtsknick noch bremsen, dritter Gang, Achtung, links Wieser, kein Körb, Wagen unruhig, dritter, zweiter Gang hinunter. Scheitelpunkt abpassen, dritter Gang auf den Körb, raus, beschleunigen. Runter auf dem dritten Gang. Vorsicht, links Kies, früh ans Gas. Viel Speed mitnehmen. Puh. Und somit haben wir die Goldzeit hier auf Brands Hatch. Mann, das war jetzt nicht ohne. Nochmal die Wiederholung. So, erste Kurve sehr aggressiv. In den dritten Gang hinein anbremsen und direkt hineinziehen. Vorsicht, die Kurve fällt extrem ab.
Nächste Kurve, Frittering anbremsen, noch vor der Unterführung in den zweiten Gang hinunter, dem Wagen ein bisschen Zeit geben, wird am Heck sehr nervös. Ab dem Scheitelpunkt kann man wieder schön drauf gehen. Nächste Kurve anbremsen, dritter Gang, links hineinziehen, auf den Scheitelpunkt zielen und den Körb voll mitnehmen. Weiter geht's dann hier, vierter Gang hoch, runterbremsen, dritter, zweiter Gang. Hier Vorsichtskurve macht's zu. Viel Speed mitnehmen hier. Nach außen hin. Gegengerade beschleunigen auf den sechsten Gang. Dann hier wieder abruptes Bremsen auf den dritten Gang hinunter. Auch hier jetzt wieder stark bremsen, an den Scheitelpunkt zielen. Über den Körb hinaus. Rechts, mehrfach Rechtskurve, während der Rechtskurve noch anbremsen, zur nächsten Kurve, Scheitelpunkt nicht verpassen, Vorsicht, links kein Körb, Wagen sehr nervös, anbremsen wieder zur nächsten, Linkskurve hier, auch den Scheitelpunkt nicht verpassen, den Körper ein Stückchen mitnehmen, voll durch beschleunigen bis zur letzten Kurve, hier anbremsen, früh einlenken, nicht zu spät, Vorsicht, links Kiesbett nach Körb und den Schwung mitnehmen auf die Stadtzielgerade. Das war eine Runde auf Brands Hatch in der S-Lizenz. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Also ohne ist die S-Lizenz nicht. So, und jetzt stützen wir uns über das letzte. Bugatti Veyron auf Strecke Ascari, 5,425 Kilometer lang. Das Wettkampffahrzeug ist der Bugatti Veyron 16.4 vom Jahre 2009, 639 LP, 736 kW, 1888 Kilogramm. Stellen Sie sich der Herausforderung, ja, das haben wir schon gehabt, des Öfteren. Tipps, der Schlüssel zum Sieg liegt hinter Ihrer Fähigkeit, die enorme Leistung, die Ihnen zur Verfügung steht, effektiv zu kontrollieren. Beschleunigen Sie vorsichtig und langsam, unter gewissen Umständen kann es von Vorteil sein, die Traktionskontrolle zu verstärken. Versuchen Sie bei der Eingewöhnung nicht an Ihre Grenzen zu gehen, sondern konzentrieren Sie sich darauf, die Strecke sicher zu absolvieren. Der Wagen, in dem Sie sitzen, ist schwer, also bremsen und lenken Sie frühzeitig. Verzeihung. Die Zielzeiten haben wir Gold 2 Minuten 14, Silber 2 Minuten 16 und Bronze 2 Minuten 20. Wir treten bei. Super Lizenztest S5. Puh, the last one. Auf Ascari. Gleich auf Start. So, los geht's. So, auf Ascari mit dem Bugatti Veyron. Stützen wir uns hinein. Ersten Gang, zweiten Gang, dritten Gang. Hier früh anbremsen, vorm Körb noch auf den zweiten Gang runter. Über die Körbs schneiden. Hier runter auf den zweiten. Sehr langsame Passage. Innen bleiben, weit innen bleiben. Wagen schiebt ein bisschen nach außen. Anbremsen, dritter Gang. Scheitelpunkt mitnehmen. Nicht zu weit, das war es knapp. Zweiter Gang, Motorbremse wirken lassen und aufs Gas. Hier Vorsicht, 50 Meter anbremsen, 30, dritter Gang. So spät. Das war zu spät gebremst hier, erster Gang langsam der Kurve. Linkskurve, rechts Mauer, Vorsicht. Viele Bodenwellen. Hier kurz anbremsen, dritter Gang, Scheitelpunkt mitnehmen, doppel links. Scheitelpunkte mitnehmen, voll ans Gas. Schwung mit rausnehmen. 100 Meter bremsen, auf den zweiten Gang runter. Scheitelpunkt mitnehmen. Puh, auf der Gegengerade.
runter auf den dritten Gang. Bin sofort wieder drauf. Wow, Wagen sehr unruhig. Vierter Gang. Fünfter Gang, Entschuldigung. Auf den dritten runter, auf den zweiten runter. Kurve macht zu, Vorsicht. Über die Schikane drüber fahren. So. So, Achtung, Kurve macht auf. Scheitelpunkte anvisieren, anbremsen, durchholen lassen. Wieder ans Gas, hier vor der Gruppe noch bremsen. Zweiter Gang, rechts hinein, Scheitelpunkt mitnehmen. Links umsetzen auf die andere Seite des Hügels. Dritter Gang. Anbremsen hier schon auf den zweiten Gang hinunter. Dritter, zweiter Gang wieder zurück, Scheitelpunkt mitnehmen. Voll ans Gas, Schwung mitnehmen. Jetzt geht es gleich auf die Startzielgerade. Vorsicht, letzte Kurve ist sehr heimtückisch. Sieht nicht sehr gefährlich aus, aber die kann's. Puh. Das war unsere Goldzeit mit dem Bugatti Veyron auf Ascari. Die Speziallizenz Nummer 5. Puh. Gleich mal die Wiederholung. Funktioniert. Wir fahren los, hoch in den dritten Gang. Bei der Schikane vor dem ersten Körper auf der linken Seite wird angebremst, auf dem zweiten Gang unter der Schikane schön gerade durchfahren. Viel schneiden, nicht zu viel. Hier auch wieder recht spät anbremsen, auf dem zweiten Gang unter recht langsame Kurve. Wagen etwas überfahren, ein bisschen zum Übersteuern treiben. Früh raus beschleunigen, ganzes Speed mitnehmen. Hier wieder zeitnah einlenken. Entschuldigung. Die Scheitelpunkte allesamt anvisieren, hier wieder viel Speed mitnehmen auf die Gerade. Zeitnah bremsen hier bei ca. 70 Meter auf den dritten Gang runter rechts. Auch hier jetzt einmal nach rechts und dann die Doppel-Links. Scheitelpunkte alle mitnehmen. Und ans Gas. Hier wieder eine Rechts-Links-Kombination. Ein kleines S. Hier auch wieder das Full Speed mitnehmen und hier hinten dann bei 100 Meter runter auf den zweiten Gang umsetzen und wieder voll drauf. Im nächsten Knick kurz anbremsen auf den dritten Gang, reinholen und wieder draufsteigen. Der zweite Knick nicht ganz so extrem, auch wieder kurz anbremsen. Vierten Gang rechts rein, kurz rollen lassen oder kurz Gas geben, auf den zweiten Gang runterschalten. In die rechts hinein, Vorsicht, Kurve macht zu. Über die Schikane drüber fahren. Hier haben wir eine schön weite Kurve, die öffnet sich zum Schluss hin und die Schikane wieder anbremsen zum Scheitelpunkt. Hier über den Berg, vorm Berg noch bremsen. Lang gezogene Linkskurve, noch in der Linkskurve, am Ende der Linkskurve anbremsen für den nächsten Linksknick. Sehr gemein hier gehalten. Sehr uneinsichtig. Auch hier die rechts. Jetzt geht es wieder dann gleich zur Stadt Ziel. Die letzte Kurve jetzt nichts unterschätzen. Die Reifen haben nicht den Grip, den wir gerne hätten. Mit dem Gaspedal in Grenzen halten und das war die Runde auf Ascari. Puh. Ja, was soll ich sagen? Ich würde fast sagen, wir haben es geschafft, ne? Alter Schwede. Also ich fand's jetzt nicht ohne. S-Lizenz für Markus von der Leyen. Juhu! Oh. Goldene Superlizenz. Wir haben unser Vorhaben erledigt. Und gewinnen ein supergeiles Fahrzeug. Einen Tesla Motors Tesla Roadster. Karrierist in International A. Wir nehmen den jetzt mal in den Babyblau. Und den Wagen wollen wir jetzt nicht verwenden. Du wirst uns gleich wieder fragen. Nein. So, was gibt es jetzt für die Goldmedaillen? Bin ich mal gespannt. Oh! Audi R8 LMS Ultra. Ja, finde ich doch schon sehr fein. So, alle, die was bei der Meisterschaft mitfahren wollen, macht die S-Lizenz auf Gold
und ihr habt einen passenden Wagen. Gut, gut, dann sage ich allerbesten Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, S-Lizenzen haben wir jetzt durch. Ich sage nochmal Dankeschön. Auch an dieser Stelle nochmal Dankeschön an Gameco HD, dass ich dieses Projekt präsentieren durfte. Und demnächst geht es weiter mit etwas anderem. Guti, dann sage ich bis zum nächsten Mal und ja, tschüss.